kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 3 mit Mods. Wir sind gerade unterwegs mit Nordmann Lars. Der will uns jetzt zum Pass führen. Dort drüben, weiter nördlich liegt der Pass, mein Freund. Ich werde weiterhin hier in diesen Wäldern bleiben. Es gab schließlich einen Grund, warum ich meine Heimat verlassen habe. Warum hast du deine Heimat verlassen? Ich bin ausgezogen, um das Bogenschießen zu erlernen. Zu Hause wollte und konnte mir dabei niemand zurecht helfen. Verstehe ich nie. Also das ist so dumm irgendwie. Weil in Nordmar sind ja auch richtig gute Jäger. Die Jäger vom Wolfsclan, da wird sogar gesagt, die Jäger sind im ganzen Land bekannt und so. Und er konnte aber nirgendwo in Nordmar das Bogenschießen lernen. Wo willst du nun hin? Jetzt, wo du mich fragst. Ich denke, du wirst mich bei den Rebellen hier im Wald finden, wenn du mich suchst. Joa, vielleicht mache ich das. So, was lernen wir denn jetzt noch Schönes? Ich meine, wir könnten auch Jagdgeschick lernen. Diebeskunst. Aber bei der Diebeskunst ist auch die Sache, dass man das ja auch noch durch Quests bekommt. Und dann, wenn ich jetzt bis 60 lerne, dann ist alles darüber verschenkt. Ich würde eher sagen, dass wir tatsächlich noch auf Stärke gehen. Weil ich brauche Stärke eh, wenn ich bessere Rüstung tragen will, ne? Oder Lars? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Gut so. Danke. Also eigentlich sollte man schon bis Stärke ein bisschen hochpumpen. Wenn wir Stärke auch auf 250 haben, sag ich mal, ne? Oder von mir aus auch auf 225 und dann durch Arena-Kämpfe und hier und da noch, kommt ja auch noch was zusammen. Dann können wir danach auf altes Wissen gehen. Da sind wir so ein richtiger Allrounder und einige Dinge werden sich nie sind in keiner Sache gut, aber in allen passabel. So, ich gehe jetzt, glaube ich, Richtung Geldern, weil Gotha ist noch ein bisschen heftig. Und dann gehen wir einfach mal nach Geldern. Mal schauen, was es in Geldern noch so zu holen gibt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal den netten Weg da vorne entlang. Ach shit, jetzt komme ich hier nicht wieder raus. Die restlichen Quests, die mache ich dann später irgendwann. Ich glaube dir kein Wort. Er glaubt mir einfach nicht. Hier haben wir eigentlich auch noch voll viel zu erkunden, aber ein paar von diesen Gebieten kann man ja auch in Kombination mit den Geldern-Quests erkunden. Von daher machen wir das vielleicht später. Es gibt ja viele Wege nach Geldern. Da vorne ist auch noch eine Höhle. Fällt mir gerade ein, da waren wir auch noch nicht drin. Vielleicht ist ja mit den Mods jetzt irgendwas Neues da. Ich glaube, sonst war da einfach nichts. Aber jetzt könnte da ja noch was sein. Ey, der ist aber ausgewichen. Sag mal, hast du sie noch alle? Ja. Spitze oben. Kleiner Goblin. Ist ja noch einer. Was machen die hier? Sag mal, was macht ihr hier? Verzieht euch. Oh, es gibt eine Sache, auf die ich mich gar nicht freue. Und zwar die Arena-Kämpfe in Geldern. Weil ich glaube, Geldern und Faring, die haben die schlimmsten Arenen, weil die so klein sind. Sind hier etwa gemeinte Crawler? Nee, Höhlenbewohner? Das sind doch diese komischen Viecher aus Götterdämmerung. Oh shit, ist der stark. Die sind so merkwürdig, die haben auch so lustige Animation.
Ja, was nun, hä? Bist du zu dumm? Kommst du da wirklich nicht runter? Bist du wirklich so dumm? Das ist halt Götterdämmerung in a nutshell. Also ich weiß nicht, was der da macht, ne? Und nochmal da runter. Na? Findest du. Guck mal, er findet nicht mal den Weg nach unten. So bescheuert ist der. Weißt du, andere Viecher, die könnten das. Die würden jetzt einfach sich durch die Wand glitschen oder rumlaufen. Aber ein Gothic 3, da fange ich schon zu stottern an, Götterdämmerung-Viech, kann nicht mal das. Du kannst nichts. Aber immerhin gibst du Erfahrung. Maske des Todes. 200 Stärke, aber die ist ja, zumindest genauso gut wie der Stachelhelm. Also ich weiß schon, welche Maske ich nicht tragen werde. Ich glaube, das war sogar dieser Helm, den ich mir mal im letzten Götterdämmerung LP gekauft habe. Weil ich den einfach so bescheuert fand. Und jetzt haben wir ihn umsonst. Der Wahnsinn. Aber es scheint sich zu bewahrheiten, dass wirklich in jeder Höhle irgendein besonderes Viech ist. Was ich wiederum gut finde. Warte mal, da hinten ist auch eine Höhle. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Und da ist eine blutige Fliege. Okay, jetzt machen wir wenigstens diese Viecher. One Hit. Hab ich sehnsüchtig drauf gewartet. Zumindest wenn man einen Kopftreffer macht. Ja, und diese Höhle will ich natürlich auch noch reinschauen. Ein Wolf? Hier? In der Wildnis? Wie kann das sein? Tja, ich habe schon eine Crawler-Plattenrüstung, Wolf. Außerdem bin ich doch hier schon mal gewesen. Da sind mir die ganzen Wölfe nicht aufgefallen. Oder waren wir doch nicht hier und sind vorher schon über den Fluss drüber? Hm. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Wo ich mir sicher bin, ist, dass wir in dieser Höhle etwas Fantastisches finden. Seht ihr eine Fleischpflanze? Kein besonderes Viech. Ich bin enttäuscht. Neuster Erfolg, Fleischpflanzen. Räubertruhe. Ring der Jagd. Ah ja. Mhm. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Naja, aber hier war was Besonderes drin. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Nichts zu holen. Ob mir die Räuber jetzt draußen auflauern? Wenn ich jetzt hier rauskomme? Oder sind das die Räuber, die wir da hinten schon getötet haben am Straßenrand in einer anderen Folge? Abgebrochen. Nochmal von vorne. Tatsache. Da ist er. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich das in Gothic 3 erlebe, dass man irgendwo rauskommt und dann da neue Gegner sind. Aber ich bin positiv angetan davon. Hier gerade seinen Gummikopf gesehen.
geflohener Mörder. Ja, was jetzt, hä? Schlecht bist du. Schlecht. Ja, das ist dabei doch cool. Man kommt hier rein. Oh, da ist sogar noch einer. Wer bist du denn? Unberechenbarer Streuner. Das ist ja der absolute Hammer. Ganz nichts, unberechenbarer Streuner. Alter, habe ich gerade irgendwie eine 360-Spin gemacht? Wie habe ich das gemacht? Ich muss nochmal so eine Attacke machen, ja. Ja, irgendwie hat er sich doch gerade einmal um die eigene Achse gedreht. Verrückt. Es wird schon wieder düster. Naja, aber solche Änderungen sind doch schön. Kleinigkeiten, nichts Besonderes eigentlich, aber schön. So, was nicht schön ist, ist da vorne ist ein Steingolem. Und die waren doch ultra stark. Ich habe immer noch keine Keule oder so. Oh. Au. Oh, Junge. Das war schon ein kräftiger Schlag. Ja, was mache ich denn mit dir? Die Sache ist, ich weiß nicht, wann er seinen unblockbaren Schlag macht. Ich feiere aber die neuen Sounds hier. Das hört sich richtig gut an. Als würde ein Degen auf Stein schlagen. So hört sich das an. So soll sich das auch anhören. Ja, aber die sind schon heftig, ne? Ich glaube, ich brauche wirklich eine Keule. Bin ich denn stark genug für irgendeine Keule, die ich habe? Irgendwas Keulenartiges? Warte mal, ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Das macht noch weniger Schaden. Beim Bogen mache ich natürlich gar keinen Schaden. Aber vielleicht sind die dann einfach so stark. Ich glaube, ich schaffe es nicht, einen aufgeladenen Schlag zu machen. Das ist halt so mies, wenn der mich trifft. Ne, der macht so viel Damage. Schon risky mit aufgeladenen Schlägen. Außerdem habe ich schon bald wieder keine Heiltränke mehr. Ich kann da nichts machen, weil wenn ich dann in der Animation bin, ist vorbei. Naja. Da muss ich wohl noch ein bisschen trainieren. Ah, ich find's schon gut, dass die Viecher so stark sind. So ist es schon was Besonderes, wenn man diese Dinger trifft. Weil sonst gibt es ja in Gothic halt gar keine Herausforderung. Und hier sind zumindest die Viecher jetzt mal ein bisschen stärker. Meine Bogenkünste sind immer noch grottig. Genau wie das Grün der Goblins. Grottig seid ihr. So, wenn ich hier gerade schon mal bin, dann können wir eigentlich diese Höhle mal
untersuchen. Habe ich einen Lichtzauber? Licht. Ich mag die Farbstimmung von oben so mit dem Licht. Sieht sehr geil aus. Die sind ja doch mehr als gedacht. Das sieht schon krass aus. Da finde ich, kann Gothic 3 richtig gut aussehen mit diesen Farbstimmungen hier, oder? Was so Atmosphäre, also die Atmosphäre, die erzeugt wird, ist richtig gut. Nein, mein Licht ist aus. Weil mit der Fackel finde ich zum Beispiel, ist auch cool, aber nicht ganz so cool. Jetzt habe ich kein Schild, jetzt kann ich ihn nicht blocken. Ah! Diese Quest hat auch gar keinen kurzen Namen. Manche Quests sind so komisch bezeichnet. So, eine verwitterte Steintafel. Hier steht etwas über die alte Magie. Ja, die ist ja der Hammer. Über die alte Magie. Tja. Dann sind wir hier wohl durch. Und nö, hier sind wieder Goblins. Manchmal macht das halt überhaupt gar keinen Sinn. Weil ich blocke, haue, treffe nicht. Dann blocke ich nochmal. Und ich kann dann gar nicht. Wieso treffe ich ihn denn nicht? Das ist so dumm. Alter, was war das für ein ultra langsamer Schlag? Wieso ist der Schlag so lahmarschig? Das ist ja voll Kacke. Ich check nicht, warum der Schlag so lahm ist, dieser normale. Ja, ist doch gut. Was ist denn mit diesen Goblins los? Die sind schlimmer als alle Gegner der Welt zusammen. Ist denn mit euch? Guck mal, jetzt ist der Schlag wieder schnell. Kann ich mit der Fackel nicht so schnell ausholen, oder was? Ja. Oh. Hey, bitte, Goblin, stirb einfach und komm nie wieder. Unerhört, diese Goblins. Oh. Guten Tag. Ne? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ja, das will ich meinen. Oh, schön. Schönes verlassenes Haus. Also diese Fachwerkhäuser, die sind aber schon wirklich sehr geil. Hi. Du schaust mich an wie ein erfahrener Krieger.
selten so einen starken Blick bei eurem schwachen Volk gesehen, Morra. Selten so einen hässlichen Helm bei eurem starken Volk gesehen. Was machst du hier? Ich jage Droiden mit meinem Suchttrupp im Auftrag unseres Anführers, Grog. Man sagte mir, dass es im Süden ein Lager von Waldläufern geben soll. Dort hat sich einer von ihnen versteckt. Ein besonders hartnäckiges Exemplar. Sein Name sei Thorn, heißt es. So, so. Beim Rumsitzen wirst du den Droiden Thorn nicht erwischen. Sei nicht so frech. Selbst wenn du ein Kämpfer bist, ich verspreche dir, dass du dich nicht mit mir messen willst. Also sei vorsichtig. Zeig mir deine Ware. Okay. So, verticken wir mal den ganzen Kladderadatsch. Diesen Helm muss ich mindestens einmal anziehen. Lass mich in Ruhe. Halt! Keinen Schritt weiter! Beruhigen Sie sich. Der ist sie voll am Abdancen. Ja, lass die Morras unsere Trommeln hören. Ganz genau. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Sieh an, ein neues Gesicht in meiner Stadt. Suchst du Arbeit? Das hat uns gerade noch gefehlt. Wer bist du? Ich bin der Anführer der Söldner in Geldern. Mein Name ist Samuel. Am besten, du hältst dich da raus. Was gibt es in Geldern zu tun? Geldern ist die Stadt der Minen und Artefaktsammler. Richtig, wir Söldner sind dazu abgestellt worden, die umliegenden Minen zu erschließen und zu sichern. Und ich kann dir sagen, dass es sich für uns immer gelohnt hat. Wenn du ehrliche Arbeit nicht scheust, kannst du hier einen guten Schnitt machen. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich will bei euch mitmachen. Das höre ich gerne. Dann pass mal gut auf. Wenn du vom Nordtor von Geldern aus dem Weg folgst, findest du eine noch nicht erschlossene Höhle. Geh und sieh nach, ob es sich lohnt, eine Mine dort zu errichten. Am besten, du machst doch gleich das ganze Ungeziefer platt, das es dort gibt. Verstanden? Ich habe mir die unerschlossene Mine im Norden von Geldern angesehen. Die Mine dürfte jetzt sicher sein. Gute Arbeit. Ich werde sofort alles Weitere veranlassen, damit das Schürfen beginnen kann. Dich kann man gut gebrauchen, Fremder. Hier ist dein Sold. Nice. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wir investieren direkt wieder in Stärke, glaube ich. Gut so. Damit wir ein bisschen richtig, kräftiger werden hier. Geht das nicht so weit. Zeig mir deine Ware. Was hat er eigentlich für ein Schwert? Ist das ein El Bastardo? Stör mich nicht. Wir reden gerade. Komm später wieder. So im Bett. Ich mach dich fertig. Was ist denn jetzt schon wieder? Bleib stehen, Morra. Ach, Rebellen, okay. Kenne ich dich? Ich wüsste nicht, woher. Ich bin ein alter Mann und kann mir nicht mehr jedes Gesicht merken, weißt du? Verstehe. Wer bist du? Tja, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, Renwick war es, nicht wahr? Ja, Renwick ist mein Name. Was machst du hier? Wie bitte? Was du hier machst? Ich hatte doch gerade noch... Nein, ich hab's vergessen. Du bist Alchemist. Ja, genau das war's. Danke, mein Sohn. Jetzt weiß ich's wieder. Ja, Alchemist. Kannst du mir Tränke verkaufen? Tränke, sagst du? Ja, ich denke schon. Kann ich dir helfen, alter Mann? Gewiss. Was wollte ich denn gerade machen? Einen Trank. Richtig. Es war sogar ein recht mächtiger. Mir fehlt nur noch ein Büschel Kronstöckel. Der ist recht selten. Ja, das ist er. Geh und bring ihn mir, ja? Dann können wir weiter über Alchemie plaudern. Du meinst, du kannst mir anschließend Alchemie beibringen? Beibringen? Ja, das kann ich natürlich auch. Verstehe.
Du kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich? Du bist der Alchemist Renwick und ich bin der Kerl, der dir Kronstöcke besorgen darf. Richtig. Genau so war's. Hier, ich hab deinen Kronstöckel. Kronstöckel? Wirklich? Das ist ja großartig. Da kann ich mich ja gleich wieder meinen... Du kannst dich wieder deinen Tränken widmen. Richtig. Genau so war's. Nimm dies als Dank, mein Sohn. Schön. Zeig mir deine Tränke. Kann sein, dass ich was da habe. Schau mal nach, mein Sohn. Irgendwann ist doch das von. Du hast ja sehr viele Fläschchen. Ja, hätte ich viel Gold, dann würde ich mir die Dinger alle auch kaufen, aber so reich bin ich dann auch wieder nicht. Da haben wir ein mächtiges Problem. Das hat uns gerade noch gefehlt. Muss mir auf jeden Fall Heiltränke machen. Dazu fehlen mir die Zutaten. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Guck mich nicht so an. Laras, ich glaube, du hast ein Problem. Es würde mich verwundern, wenn ich mal keins hätte. Nun spuck's schon aus. Was ist los? Ich weiß nicht, was du machst, aber ein hohes Tier im Kreis der Orks ist misstrauisch dir gegenüber. Das ist die gute Nachricht. Und was ist jetzt mein Problem? Er hat ein paar Leute darauf angesetzt, dich. Nun ja, zum Schweigen zu bringen. Hier, diese Liste habe ich bekommen. Dein Name ist auch drauf. Tatsächlich. Hey, den kennen wir doch. Gorn, der Hauding, hat sich also auch nach oben gearbeitet. Wenn man das so sieht, ja. Worum geht es nun genau? Du musst unauffälliger werden. Willst du mich beleidigen? Bisher hat mich noch niemand erwischt. Nein, nicht das. Deine Verbindung zum Rebe im Untergrund. Wenn du nicht aufpasst, wird das noch ganz böse enden. Was redest du denn da? Ich habe gar keine Verbindung zu irgendwelchen Höhlen. Oder Untergründen. Der einzige Kontakt, von dem ich weiß, dass er zu den Rebellen gehört, ist der Feuermagier Marius. Wobei der jetzt eher als lausiger Koch bezeichnet werden kann. Hat man euch zusammen gesehen? Hin und wieder bin ich bei ihm. Ein Mann muss auch mal essen. Tu mir einen Gefallen. Iss weniger bei ihm. Du hast leicht reden. Hier gibt es nicht viel Köche. Wenn du etwas zu essen brauchst, werde ich es dir besorgen. Das ist mal ein guter Vorschlag. Mit ein wenig Brot, Fleisch und Wasser sollte ich gut über die Runden kommen. Es ist zwar kein Festessen, aber für den größten Hunger sollte es reichen. Wie wenig ist denn wenig? 5 Brotlaibe, 6 Stücke Keulenfleisch, aber gebraten und 4 Flaschen Wasser. Wie wäre es mit Schnaps und einem Antopf? Das ist eine gute Idee. Rachhalt. Nein, keine gute Idee. Wenn ich trinke, werde ich immer so laut beim Schleichen. Den Eintopf kannst du mir aber bringen. In Ordnung, ich besorge dir das Zeug. Hier, dein Festessen. Hey, danke. Wie gesagt, ich werde mich etwas von Marius entfernen. Habe keine Lust, mich mit einer Meute Orks zu schlagen. Pass auf dich auf. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Sieht ihr mich? In dieser alten Alchemistenringe eigentlich. Okay, cool. Cool. Samuels Truhe. Freunde, wie wär's? Obwohl, vielleicht brauche ich den Schlafzauber noch für was anderes. Aber. Na bitte, geht doch. Macht mal die Fliege. Du meine Güte, weg hier! Ich sagte weg mit der Magie. Scheiße, nichts wie weg! Ganz genau. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Abgebrochen. Samuels Schwert. Voraussetzung Schwertmeister.
230 Klingenschaden, 310 Stärke. Aber das ist krass. Dieses Schwert bekam Samuels als Auszeichnung für seine Taten als Söldner. Ja, schon ein krasses Schwert. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Du bist kein Gegner für mich. Hier steht was über Alchemie. Hey, aber diese Fachwerkhäuser, die jetzt hier überall sind, das ist halt wirklich... richtig genial. Die Städte sehen so viel besser aus. Alter, was geht hier ab? Eigentlich ist das aber gerade perfekt. Dann kann ich hier bestimmt... Obwohl, nee, kann ich nicht. Ich wollte hier das eigentlich stehen, aber hier sind überall was Wachen. Was ich probieren könnte, wäre hier dran zu gehen. Abgebrochen. Abgebrochen. Du musst weiter. Hier steht was über Alchemie. Ja, das hat niemand gesehen. Okay, krass. Ich brauche Schwefel. 5 Stück. Ach was. Verarsch mich nicht, Murat. Bring mir Schwefel. Sonst mache ich dir Beine. Aber lass dir nicht einfallen, die unbehandelten Schwefelbrocken anzuschleppen. Klar? Diese Reaktion ist so witzig vom Helden. Ach was. Hier hast du deine 5 Stück Schwefel. Gut. Hier hast du einen Heiltrank. Und jetzt verschwinde, ich habe zu tun. Zeig mir deine Ware. So, die will ich haben, das will ich haben, das will ich haben. Das war's. Hier steht was über Alchemie. Ist das unmöglich? Halt! Keinen Schritt weiter! Beruhigen Sie sich. So, Kumpel, du musst mal schlafen gehen. So klar, jetzt schaffe ich das, glaube ich, zeitlich gar nicht mehr. Hier kann ich die Tür anvisieren. Das bringt nichts. Unmöglich. Hä, wie, das bringt nichts? Warum bringt das nichts? Habe ich irgendwas anderes anvisiert? Oder... Schritt weiter. Lass mich zufrieden. Ich habe gesehen, dass ich die Tür anvisieren kann. Geht doch, das geht doch. Schön. Ich finde es halt krass, dass ich mein ganzes Mana brauche. Für... für einmal Schlaf. So, ich brauche diesen Schlüssel und ich brauche diesen Helm. Auf Wiedersehen. So, was kann der Helm? Der ist schon krass. Voraussetzung Paladin. Ich habe mitgekriegt,
dass der Helm des Paladins verschwunden ist. Was du nicht alles mitkriegst. Ich würde demjenigen, der ihn gestohlen hat, 2000 Goldmünzen dafür zahlen. Willkommen in Geldern, Fremder. Was kann ich für dich tun? 2000 Goldmünzen, du kannst mich mal. Was weißt du über Artefakte in der Stadt? In der Festung auf der Südseite der Stadt ist ein Lager, in dem wertvolle Stücke aufbewahrt werden. Welche Artefakte interessieren dich besonders? Man sagt, dass hier in Geldern die 7 alten Ringe der Alchemisten versteckt sind. Die Dinger sind mehr als 3000 Goldmünzen wert auf dem Schwarzmarkt. Die 7 Ringe der Alchemisten hätte ich schon gern in meinem Besitz. Ach was. Du redest wie einer, der das Diebeshandwerk versteht. Ich kenne viele Diebe. Das bringt der Artefakthandel so mit sich. Ich selbst bin allerdings nicht so bewandert in diesen Dingen. Aber ich hörte, dass Laris, einer der größten Diebe Myrtanas, in der Stadt sein soll. Ich kenne Laris. Ich könnte ihn dir vorstellen. Würdest du das tun? Mensch, das wäre mir glatt 1000 Goldmünzen wert. Mensch. Ich sehe, was ich tun kann. Du bist Händler? Richtig. Ich handle hauptsächlich mit Artefakten. Also wenn du welche findest, bringe sie mir. Zeig mir deine Ware. Also 2000 für den Helm ist schon wenig. Wie wär's mit 20.000? Warum kaufe ich eigentlich immer noch Dietrich? Habe ich nicht mittlerweile eigentlich 5 Millionen Stück? Habe ich nicht auch eigentlich gesagt, ja, ich brauche keine Dietrich mehr kaufen. Ich habe 300 Stück. Wo ist denn Laris jetzt? Guck mal, Laris sitzt hier gegenüber. Sprich ihn doch einfach an. Der Artefakthändler Jared würde sich ein Bein ausreißen, nur um dich mal kennenzulernen. Ich habe schon von Jared gehört. Er macht gute Preise. Ich denke, ich sollte ihn mal besuchen. Mach das. Seht ihr, da haben wir schon mal Diebeskunst dazugekommen wieder. Da muss ich gar nicht mehr so viel lernen. Ich habe mit Laris gesprochen. Er wird mit dir Kontakt aufnehmen. Der große Laris in meinem Laden? Dass ich das noch erleben darf. Ja, ja, bleib mal auf dem Teppich. Danke, Mann. Hier ist das versprochene Gold. Guck mal, er gibt mir 1000 dafür, dass Laris kommt, aber er will 2000 für den Helm abgeben. Das ist so bescheuert mit Gold in Gothic 3, ne? Das ergibt einfach null Sinn. Ich habe erst 4. Hier ist noch einer. Wo ist denn noch einer, den ich gerade vergesse? Wenn sie dich geschickt haben, mir zu sagen, dass es schneller gehen soll. Wie bitte? Schon gut. Ich dachte, du wärst hier, um die nächste Lieferung an die Orks einzufordern. Was lieferst du den Orks? Ich bin Alchemist, was werde ich schon für die Orks machen? Tränke natürlich. Dieses kriegerische Volk hat einen unmenschlich hohen Verbrauch an Heil- und Mana-Tränken. Kannst du mir Tränke verkaufen? Nicht nur das. Ich habe auch einige seltene Artefakte. Interesse? Zeig mir deine Ware. So ein Alchemistenring, der ist... Ach so, hier ist noch einer, ne? Ja? Ja, da liegt er. Was ist, wenn ich den einfach nehme? Gar nichts? Okay. Okay, aber dieser Mann ist auch echt ein bisschen verwirrt und alt. So, was mache ich jetzt mit euch? Ihr seid... zu zweit. Die Tür ist wahrscheinlich auch sowieso, Waffenbündel. Die Sache ist, ich klaue hier sowieso schon genug, dass ich eh bald schon gesucht werde. Von daher sollte ich vielleicht nicht die Waffenbündel auch noch mitnehmen. So, dich legen wir mal, obwohl, ich will erstmal die Tür... Da kann ich mich von hinten ranschleichen, da. Ah, das geht ja.
So, 50 Diebeskunst. Die müssen wir natürlich noch öffnen hier. Was haben wir da? Söldner Armbrust. Ich glaube, sonst ist da nichts Wildes. Dass das geklappt hat, die Orks sind halt echt die besten. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Das ist mir doch egal. Halt! Keinen Schritt weiter! Ja, beste Wache der Welt. Hier sind die sieben Ringe der Alchemisten. Endlich. Damit bin ich wieder im Geschäft. Ich gebe dir das Gold, was sie auf dem Schwarzmarkt mindestens wert sind. Okay? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wo gibt es noch was zu holen? In der Burg von Gotha sollen viele Schätze versteckt sein. Bin allerdings nie dort gewesen. Verstehe. Glaubst du wirklich? Oh, das ist ja der Wahnsinn. Wo willst du hin, Mora? Ausgebeulte Tasche untersuchen. Du ehrloser Dieb! Glaubst du wirklich, du kannst mich besiegen? Kann ich mich mit dir prügeln? Oder greift ihr mich dann alle an? Alter, Nemrok ist ja richtig schwach. Guck mal, der ist ein Ork in so einer Aufseherposition, aber ist eigentlich voll der Lappen. Roter Tränenpfeffer hatte der. Interessant. Gezeigt. Tja, jetzt habe ich dich vor all deinen Leuten gedemütigt. Nemrok Schlüssel. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel für diese Türen, oder? Tja, das ist jetzt echt erbärmlich, Nemrok. Da liegt er. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Mora. Wer bist du? Ich bin Nemrok. Ich kümmere mich um die Belange der Schamanen. Begegne ihnen mit Ehrfurcht, sonst wirst du meine Klinge spüren. Ich hoffe, wir verstehen uns. Das wäre eigentlich so witzig, wenn man ihn jetzt auslachen könnte. Was für ein Tempel ist das hier? In diesen Hallen befindet sich der Hauptsitz der höchsten Würdenträger der Schamanen. Unser Anführer Grog regiert von hier aus die alte Alchemistenstadt Geldern. Erzähl mir was über Xardas. Der Magier kennt das Wirken der Götter. Er trägt das Wissen vieler Leben in sich. Er ist erwählt. Erwählt von Belia, seine Macht zu tragen. Naja, eigentlich hat er sich die Macht genommen. Wir suchen Artefakte. Mehr ist im Moment nicht wichtig. Ah ja. Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ich will mich in den Dienst der Schamanen stellen. Du bist ein kräftiger Bursche. In den umliegenden Minen kannst du deine Manneskraft unter Beweis stellen. Aber vielleicht bist du ja gut im Kampf. Dann wärst du besser bei den Söldnern oder bei den Gladiatoren aufgehoben. Die Schamanen empfangen Männer, die einen guten Namen in der Stadt haben. Was sind die Belange der Schamanen? Wir schürfen Gold, Schwefel, Artefakte und andere wertvolle Bodenschätze für sie, Mora. Die Minen müssen ertragreich sein. Das ist meine Aufgabe. Ich will für dich arbeiten. Normalerweise lasse ich mir von einem Mora höchstens eine Keule Fleisch bringen. Aber ich denke, für einen Kämpfer hätte ich eine Aufgabe. Ich brauche einen neuen Boten. Was hätte ich zu tun als dein Bote? Du würdest in meinem Namen zu den Minen gehen, dich über die ausbleibenden Erträge informieren und sie zu mir bringen. Und wenn die Minen nicht ertragreich sind, dann wirst du sie wieder in Gang bringen. Ganz einfach. Was ist mit deinem letzten Boten passiert? Er wurde von Mindcrawlern gefressen. Ah ja. Was wirst du in der Zeit machen? Werde nicht anmaßend, Mora.
Sonst kann ich dir mal zeigen, wer die Herren dieser Stadt sind. Ja, hab ich gerade gesehen, wer da am Dreck lag. So, so, Bote nennst du das. Hört sich eher nach tödlicher Knochenarbeit an. Willst du nun für mich arbeiten oder was? Ja. Ich kann mich erinnern, sowas gesagt zu haben. Dann hör auf, dich zu beschweren. Gut. Ich übernehme den Job. Dann fang endlich an und hör auf, nur darüber zu reden. Ja, ist ja gut. Was brauchst du von der Schwefelmine? Das faule Pack in der Schwefelmine im Norden hat mir 30 Schwefelbrocken zugesagt. Geh und treibe sie ein. Was soll ich mit den Goldminen machen? Ich warte schon seit Tagen auf 50 Goldbrocken aus den Minen im Norden. Geh und bring sie mir. Wie du das anstellst, ist mir gleich. Woher bekomme ich Artefakte für dich? Viele Artefakte haben wir aus der Wolfsmine herausgeholt. Jedoch ist die Mine im Moment verlassen. Ein Rudel Stollenwölfe hat sämtliche Sklaven gefressen und die Wärter gleich mit. Besorge dir aus dem Sklavenviertel einige eifrige Sklaven und bring die Wolfsmine wieder in Gang. Die Sklaven werden dir den Weg zur Mine zeigen. Doch vergewissere dich, bevor du die Sklaven zur Wolfsmine bringst, dass die Stollenwölfe fort sind. Was sollen Stollenwölfe überhaupt sein? Wo finde ich noch Artefakte, außer in der Wolfsmine? In diesem Teil Myrtanas, um Geldern herum, ist eine große Menge an Artefakten zu finden. Wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, alle Bereiche zu erschließen. Im Norden gibt es eine alte Ruine auf einer Felsspitze. Geh und sieh nach, was dort zu holen ist, und bring es mir. Gibt es Minen im Süden von Geldern? Dort gibt es eine verlassene Mine. Jedoch graben wir dort nicht mehr. Sie warf nicht mehr genug ab. Ah ja. Stör mich nicht. Das Holz brennt gut. Diese schönen Fachwerkhäuser sind aber voll verkommen. Junge, der ist einfach eben fast gestorben. Du musst weiter. Verdammt nochmal. Geht es etwa wieder nicht schnell genug? Wann kapiert ihr Idioten es endlich? Ich brauche meine Zeit, um die ganze Truppe hier zu versorgen. Du bist ein Feuermagier. Das war ich mal. Jetzt bin ich der Koch für das gefräßige Söldnerpack. Jetzt sag bloß noch, du gehörst auch zu dem Verein. Warum ist die Ansicht eigentlich immer so komisch? Ich sehe, du trägst immer noch deine Robe. Ja, in der Hoffnung, dass dieser Albtraum bald vorbei ist und wir Menschen wieder frei sind. Kannst du mir trotzdem die Kunst der Magie beibringen, obwohl du jetzt nur noch kochst? Na schön, ich werd's versuchen. Das ist aber nett. Ein Feuermagier sollte nicht fluchen. Mir sind die guten Manieren vergangen. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Verdammt nochmal. Er hat sich aber auch schöne Bettwäsche besorgt hier. So ein Blümchenmuster. Mit deiner Einstellung kommst du hier in der Stadt nicht weit. Was gibt es Schlimmeres, als hier Koch zu sein? Den Tod? Ich fürchte nicht den Tod. Ich werde kämpfen, wenn es soweit ist. Und es gibt hier viele in Geldern, die das so sehen wie ich. Glaube mir. Erzähl mir mehr über die Söldner. Die Söldner arbeiten für Gold. Gold von den Orks oder Gold von den Menschen. Das ist ihnen gleich. Das ist auch schon alles, was man über diese korrupten Typen wissen muss. Einer von ihnen hat sogar seine eigenen Leute getötet. Für Gold. Welcher Söldner tötet hier seine eigenen Leute? Sein Name ist Ivan. Er hatte immer schon eine große Fresse den Orks gegenüber. Er ist eher ein gottloser Bandit als ein Söldner. Momentan bewacht Ivan mit seinen Jungs eine Mine im Norden von Geldern. So, so. Was muss ich tun, damit du die Menschen dazu bringst, gegen die Orks zu kämpfen? Ich muss wissen, ob die Schamanen einen der Feuerkelche in ihrem Tempel verbergen. Ich denke nicht, dass es so ist. Jedoch bereitet es mir trotzdem schlaflose Nächte. Rede mit Grog, dem obersten Schamanen, und vergewissere dich, dass sie keinen Feuerkelch haben. Erst dann werde ich dir helfen, die Menschen zur Revolte zu bewegen. Wo sind die anderen Feuermagier? Sie sind auf der Suche nach den 12 Feuerkelchen der alten Magie, in dem großen Kloster in Nordmar.
Sie hoffen damit, den Paladinen ihre magischen Fähigkeiten wiederzugeben. Diese Kelche müssen gefunden werden. Das Kloster braucht jeden einzelnen davon. Hörst du? Wo finde ich die Feuerkelche? Meine Studien der Geschichte von Geldern ergaben Aufschlüsse darüber. Demnach scheint es sicher, dass einer der Kelche in der Mine hier in Geldern zu finden ist. Ein weiterer, allerdings recht unsicherer Hinweis weist auf den Tempel von Geldern. Verstehe. Na gut, dann wissen wir ja Bescheid. Ich brauche Ruhe. Ich habe mich jetzt in den Städten auch gar nicht in den Bereichen umgeschaut, wo sonst nicht so viel ist. Zum Beispiel hier ist so ein richtig schöner Raum, ne? Ich glaube, das ist einer der schönsten Räume in ganz Gothic 3. Ich finde es einfach so stimmig eingerichtet. Aber hier ist halt nichts. Deswegen kommt man hier auch nicht hin. Aber hätte ja sein können, dass hier mit Mods noch was Neues ist. Und es gibt ja auch noch Räumlichkeiten in der Burg von Montera und so. Da war ich jetzt auch nicht. Weil da sonst nichts ist, deswegen habe ich da auch nicht geguckt. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Willkommen in meinem bescheidenen Geschäft, Sohn des Mutes. Suchst du Waren aus der fernen Wüste oder bist du auf der Suche nach seltenen Artefakten? Bei mir wirst du fündig. Du verkaufst Artefakte? Welch merkwürdige Frage, Sohn des Mutes. Weißt du denn nicht, wo du hier bist? Das ist Geldern, das Sammelbecken für alle Artefaktjäger des Landes. In keinem Teil Myrtanas gibt es mehr Artefakthändler und Suchende als hier. Selbst ein erfolgreicher Kampf in der Arena wird hier in Geldern mit einem Artefakt belohnt. Woher bekommst du deine Artefakte? Ich bitte dich, mein Freund. Was für ein Geschäftsmann wäre ich, würde ich dir meine Quelle preisgeben. Es wäre besser, wenn du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmerst, Sohn des Mutes. Zeig mir deine Ware. Ich habe alles, was du willst, Sohn des Mutes. Soll mich das jetzt beeilen? Der ist nicht schlecht. Der ist nicht verkehrt. Lass mich in Ruhe. Du bist ein stolzer, starker Kämpfer, Fremder. Bist du auch gekommen, um Ruhm und Ehre in der Arena zu erlangen? Warum kämpfst du in der Arena? Viele Menschen machen es, um bei Orks Ansehen zu erlangen. Nun, es verbessert in jedem Fall die Lebensumstände, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Ziemlich beschämend, für eine Handvoll Ramsch zu kämpfen. Warum kämpfst du nicht in einer anderen Arena? Sei nicht so vorlaut, Mora. Wenn ich könnte, dann wäre ich schon lange weg. Was meinst du mit Ramsch? In dieser Arena kämpfst du nur um Artefakte, Mora. Nichts Ehrenvolles, nur alter Kram aus längst vergessenen Zeiten. Nichts Ehrenvolles, wenn du mich fragst. Wie könnten wir deine Ehre wieder aufpolieren? Ich habe von einem Gottlosen gehört, der sich an einer unserer Minen vergriffen hat. Ein abtrünniger Söldner namens Ivan. Tod allen Verrätern! Jetzt rauche ich mir erstmal was zur Entspannung. Irgendwie eine besondere Ork-Axt? Du siehst kräftig aus, Mora. Wie wär's mit einem kleinen Kämpfchen in meiner Arena? Wie lauten die Arena-Regeln? Bevor ich dich kämpfen lasse, musst du alle verbotenen Gegenstände ablegen. Du kannst sie in die leere Truhe vor meiner Hütte legen. Hier ist eine Liste der verbotenen Gegenstände. Okay. Liste der in der Geldern-Arena verbotenen Gegenstände. Schwächende Waffen, unterdrückende und schwächende Schriftrollen, betäubende Pfeile, Mana, Gesundheits- und Ausdauertränke, verschiedene nahrhafte Mahlzeiten. Am besten, du erledigst das selbst. Ah ja. Welche Truhe soll ich dort ablegen? Da muss man hart durchgreifen. Diese hier? Du solltest meinen Rat annehmen.
Stahlschalterte. Also das muss weg. Wenn er so weitermacht, ich leg mal einfach sicherheitshalber alle Pfeile raus. Alle Bolzen. Die haben keine Ehre. Das ist eben so. Das ist so dumm. Jetzt muss ich wirklich alle mein Essen rauslegen hier? Oder was? Das sagst du immer. Und Mahlzeiten auch? Ich muss jetzt alles hier rauslegen? Wirklich? Kann dir doch egal sein. Nee, das kann mir nie egal sein. Das ist eine Schnelltaste. Ah, okay. Hör bloß auf mit der Scheiße. Also, das ist ja schon ein bisschen bescheuert. Hätte man das doch auch so machen können. Seelenauge bringt altes Wissen. Ach, Alter. Dass das, keine Ahnung, automatisch rausgenommen wird. Urviechfleisch. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Mana-Tränke raus. Ausdauertränke mach ich mal raus. Diese Waffen. Am besten du erledigst das selbst. Passt das jetzt? Das jetzt beeindrucken. Kannst du die Regel nochmal wiederholen? Hörst du mir überhaupt nicht zu, Junge? Du musst alle verbotenen Gegenstände in die Truhe von meiner Hütte legen. Was glaubst du, warum ich dir diese Liste gegeben habe? Ja, aber was ist denn noch? Achso, Schriftrollen. Schriftrollen. Du solltest meinen Rat annehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich lege jetzt einfach alle raus. Weil ich bin mir nicht sicher, was ich darf und was nicht. Ach, Alter. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ey, willst du mich verarschen? Muss ich jetzt mein ganzes Inventar leeren oder was? Tja, da haben wir ein richtiges Problem. Kann dir doch egal sein. Richtig, aber trotzdem. Verschiedene nahrhafte Mahlzeiten. Ja, aber was zählt denn jetzt da alles zu? Ist da auch wirklich jede, auch sowas hier alles gemeint? Muss ich das alles wegmachen? Steht nichts von Pflanzen. Weißt du was? Ich räume dir jetzt ja auch weg. Kann dir doch egal sein. Wenn das jetzt nicht geht, ne? Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Ah, okay. Lass mich in der Arena kämpfen. Gut, dann steig in die Arena. Dimitar wird dein Gegner sein. Kann ich sie jetzt eigentlich wieder rausnehmen? Die Sache. Alter, das wird so bescheuert. Außerdem bin ich verletzt gerade. Komm her! Alter, was hat der für ein krasses Schwert? Danke für das Gold, du Held. Das gibt doch nur wieder Ärger. Ja, Leute, ich werde die Arena-Kämpfe nicht machen. Zumindest jetzt nicht mit diesen Charakterwerten. Lohnt sich nicht, es ist so frustrierend. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr eine gute Möglichkeit habt, einen Tipp oder so, wie man gerade in diesen engen Arenen das schafft, ich habe keine Ahnung, ich kann es einfach nicht. Vielleicht mit mehr Lebenspunkten und mehr Geduld geht das, aber ich habe da keinen Nerv zu. Ich habe jetzt wirklich absolut gar keinen Nerv dazu. Ich könnte kotzen, wenn ich nur drüber nachdenke, nochmal da in diese Arena reinzusteigen. Wenn ich dann auch nicht in den Tempel kann oder so, dann machen wir das irgendwann später. Läuft ja nicht weg. Okay, jetzt muss ich mal wieder hier meine Leiste alles reinziehen hier. Was hatten wir hier überhaupt drin? Man muss eben aufpassen, was man so. Ich glaube, diese Sachen, ne? Gut, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.